Shut up and sit down. Oh mein Gott! Bleibt alle cool. Du, bleib cool. Faszinierend. And here we go. Ja, und damit einen wunderschönen guten Abend zusammen. Und willkommen hier bei Games on the Live TV bei Cinetalk, die Kinovorschau, der Kinovorschauen aller Kinovorschauen überhaupt. Weil genau hier sitzt die Fachkompetenz, die ihr braucht, um über die ganzen Kinofilme informiert zu werden. Ja, ihr seht zum einen schon mal, der Carajo sich da, der hat ganz spontan Besuch gekommen. Deswegen mache ich auch heute den Mr. Social Media Kollegen und Chatpapa gleichzeitig. Ich mache heute alles. Dafür haben wir aber ein altes, neues Gesicht drin. Der aber schon im Classic Cine Talk zu sehen war. Der Jeb ist heute auch mal eingesprungen in die Bresche und macht heute im normalen Cine Talk mit. Und natürlich der Mann mit Hut, wer kennt ihn nicht, der Olli ist auch da. So, Servus Jungs, aber zuallererst begrüßen wir die, die schon im Chat anwesend sind. Das sind schon einige tatsächlich. Also unser Faultierbot ist da. Hallo Faultierbot. Aus der Moderatorenschaft, anwesend im Stream und gleichzeitig auch noch in der Sendung, Jeb und Olli, der Wahnsinn. Stefan ist da, dann Loreen ist da, Klopapier ist da, Mattes ist da, Mistera ist da und Tuk Tuk ist da. Und wer jetzt noch nicht in meiner Liste zu stehen ist, sei ebenfalls gegrüßt. Und wir fangen die Runde wieder locker an. Und was habt ihr denn zuletzt gesehen? Also so filmemäßig, wenn es kein Film war, was habt ihr denn zuletzt für Serien gebinged quasi? Olli, was war es denn zuletzt bei dir? Ja, also ich habe zuletzt den Horrorfilm Bloodshot gesehen, der in diesem verlassenen Hotel spielt, wo die dann zu einer Spezialparty sozusagen eingeladen werden und dann da halt dieser Mörder umgeht. Also es ist ein sehr schöner Horrorstreifen, muss man schon sagen. Jeb. Im Kino war es Avengers, also Endgame. DVD, Rückkehr des Pokals als Dokumentation, gehört sich. Und Skyscrapers habe ich noch gesehen gehabt. Den habe ich noch auf meiner Liste, lohnt er sich? Nicht wirklich. Es ist so ein 0815 Actionstreifen, ja? Rock hüpft im Hochhaus rum, hat seine Beine verloren und ja. Er verliert seine Beine? Er, ja, das ist ja der Anfang davon. Er hat ja seine Prothese und ja, kann man schauen, muss man nicht schauen, ist so ein stirbt langsam für Arme. Und Servus Snorri. Ja, bei mir filmmäßig war es jetzt zuletzt nicht, aber ich habe tatsächlich jetzt in relativ sehr, sehr kurzer Zeit Staffel 4 von Lucifer durchgeschaut und die neue Staffel 3 von Sneaky Pete auf Amazon Prime. Ich muss sagen, Lucifer, die vierte Staffel hat mir sehr gefallen, lohnt sich auf jeden Fall meiner Meinung nach. Und ich muss sagen, Sneaky Pete ist eine Serie, die mir auch sehr gefällt. Wobei sie an und für sich eine sehr ruhige Serie ist, mit aber sehr intelligenten Schachzügen in dem ganzen Ding drin. Einer von euch, Sneaky Pete, gesehen? Den Anfang. Frisch mal kurz auf, was da. Also Sneaky Pete hat sich gesehen, aber nicht genau. Ja, Sneaky Pete. Der nur Glück hat, oder? Nee, Sneaky Pete ist ein Trickbetrüger, der in der ersten Staffel halt im Knast sitzt und sein Zellenpartner Pete von dem Leben auf der Farm mit seiner Großeltern redet und so weiter. Und weil Pete Probleme hat, der andere, der halt den Pete übernimmt, der Trickbetrüger, übernimmt quasi die Rolle von Pete und schleicht sich in die Familie ein, weil er Probleme hat und untertauchen muss. Und er wird dann in diese Familie aufgenommen und jede Menge Chaos entsteht. Und er ist halt ein klassischer Trickbetrüger, der halt relativ schnell Sachen sieht und annimmt und solche Sachen. Richtig hochintelligent gemacht, sehr unterhaltsam. Und jede Staffel hat halt seinen besonderen Fall in dem Sinne, der zu lösen gilt. Gut, dann wollen wir uns aber nicht lumpen und fangen dann heute gleich mit dem ersten Film an. Am 23.05. startet heute unsere Kinovorschau. Beim ersten Film führt Guy Ritchie Regie. Einige Leute kennen ihn sicherlich. Er hat die Sherlock Holmes Filme mit Robert Downey Jr. Zu verantworten. Hat aber auch King Arthur unter anderem gedreht. Mitspielen tun in seinem Film Will Smith, Mena Massoud und Naomi Scott unter anderem. Und ich wünsche euch dann jetzt einfach viel Spaß beim Trailer zu Aladdin. Achtung!
Das ist eine einmalige Gelegenheit für dich. Ich vermag dich reich zu machen. Reich genug, um eine Prinzessin zu beeindrucken. Was muss ich dafür tun? Es gibt eine Wunderhöhle. Bring mir die Lampe. O Meister, der mich rief herbei, ich halte mich an meinen Schwur. Der Wünsche habt ihr derer drei. Kleiner Scherz, schau her. Achtung! Ich hab den Dreh voraus, wer hat sonst noch einen Freund wie mich? Hey, wie wär's mit dem Prinz? Da gibt's aber eine riesige Grauzone bei Wie wär's mit einem Prinz? Ich könnte dir einfach einen Prinz machen. Oh, nein. Habt ihr meinen Palast gesehen? Dein Äußeres ist das eines Prinzen. Dein Inneres habe ich nicht verändert. Showtime. Nein, ich habe das Sagen hier, okay? Ich entscheide, wann's losgeht. Echt jetzt? Ich dachte, eine Prinzessin darf überall hin. Nicht diese Prinzessin. Vertraust du mir? In deiner Welt. Augen auf, es kommt mehr. Gib es unendlich und es viel wird zu immer sehen. Besser. Ich bin so völlig frei. Es ist das Zeit. Die Welt nur für uns beide rollt so schön. Ja, Aladdin am 23.05. im Kino, Disneys erst nächste Realverfilmung. Und Olli, kurz und knackig. Doch, die zweite Realverfilmung von dreien. Ich erwarte was Gutes. Das ist nicht richtig. Nee. Dschungelbuch, Schön und das Biest. Stimmt. Entschuldigung, da habe ich mich jetzt vertan. Ja. Dumbo, aber ich erwarte halt, dass die Qualität genauso gut ist wie bei der Schön und das Biest. Aber ich gebe erstmal weiter auf bei Jeb. Näheres kommt dann gleich. Kurz fassen. Ja, Film aus der Kindheit als Realfilm. Bin gespannt. Runter noch. Ja, ich komme dann direkt mit der Inhaltsangabe. Der Chat kann seine Bewertung raushauen. Agaba. Aus Aladins Wunderlampe steigt niemand geringerer als Flaschengeist Ginny, der mit Magie und Einstecken guter Laune Aladin hilft, das Herz der wunderschönen Prinzessin Jasmine zu erobern. Wir alle kennen die Geschichte, sofern wir denn die Zeichentrickvorlage gesehen haben. Und bevor ich meine Meinung dazu kundtue, gehen wir wahrscheinlich erstmal auf positiveres Feedback bei Jeb. Positiveres Feedback, ja, längeres meinst du wahrscheinlich. Ja, ich bin nicht so ganz positiv. Also der Trailer, ich habe den Film lange nicht mehr gesehen, also die Zeichentrickversion. Von daher, der Trailer macht schon Spaß, irgendwie so halt Kindheitserinnerungen, beziehungsweise nicht ganz Kindheit, aber man kennt ihn und das Einzige, was mich daran stört, ist die Genie. Der Genie. Die Genie ist mir egal, das Will Smith. Aber das ist für mich fehlbesetzt, sonst könnte es ein netter Abend werden, wenn man den Film schaut. Gegebenenfalls im Kino, aber muss nicht unbedingt sein. Was sagt denn Olli? Ja, also ich sage jetzt nicht, dass Will Smith fehlbesetzt ist, weil Will Smith ist eigentlich meistens immer ein Garant, dass die Filme dann halt dann doch gut werden. Was ich an dem Film halt finde, was eventuell fehlbesetzt ist, ist die Rolle des Jafar. Der wirkt viel zu harmlos für mich. Und ansonsten passt einfach alles. Wir haben wieder viel Musik, wir haben das, was man halt von Disney-Filmen erwartet. Das Typische alles. Und das diesmal in der Realverfilmung. Also ich bin da wirklich gespannt drauf. Ich habe mir auch Schön und das Biest angesehen und da werde ich wahrscheinlich, diese werde ich mir hundertprozentig auch ansehen. Tonno. So, da hast du direkt einen Punkt angesprochen, der mir direkt auf den Magen schlägt, und zwar die Musik. Die Musik wurde im Gegensatz zum Original stellenweise ganz stark umgetextet.
Was mir direkt auf den Magen schlägt, weil die alten Songs halt prägnant waren. Bei Der Schöne und das Biest haben sie es wunderbar gemacht. Die haben die alten Songs im Grunde behalten. Da waren wirklich nur Nuancen, die vielleicht verändert wurden. Das Einzige, was mir vielleicht noch lieber gewesen wäre, wenn sie die Songs auf Englisch gelassen hätten im Film, anstatt die noch selbst auf Deutsch nochmal zu singen. Aber das ist dann typisch auch wieder Disney, dass sie das halt in allen Sprachen halt singen lassen. Lässt sich auch besser vermarkten, lässt sich auch öfters verkaufen, ist halt so. Aber in diesem Film, wenn man sich zum Beispiel den Song von Ginny anhört zum Beispiel, da sind so viele Passagen drin, die nicht aus dem Original sind. Sicherlich, ich meine, Will Smith hat natürlich ein schweres Los, wird niemals an Robbie Williams rankommen, allein schon durch seine Stimme und seine Art und Weise, wie er sich ausgedrückt hat als Ginny in Zeichentrickfilm. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Will Smith das nicht schlecht machen wird. Bei Jafar gebe ich dir recht, er wirkt nicht so bedrohlich. Ich hätte tatsächlich jemanden gehabt, vielleicht auch mit markanten Kinn und so, der wirklich so böse Züge an sich im Gesicht schon hat. Ansonsten, castingmäßig haben sie sich ja tatsächlich versucht, von den ethnischen Herkünften her einigermaßen passend die Leute zu casten, damit sie auch von der Optik her passen, was ja nicht ganz so schlecht gelungen ist. Wie gesagt, über Will Smith als Genie kann man sich streiten, aber Will Smith ist ein guter Schauspieler, der wohl endlich mal langsam wieder die Kurve kriegt und ein paar bessere Filme macht. In meinen Augen. Aber die Musik ist tatsächlich ein richtig großer Aspekt, der mir auf den Magen schlägt, weil ich gerade die alten Disney-Songs sehr gerne mochte, auch die von Aladdin, und da dürfte man meinen Augen halt nicht zu sehr dran rumwerkeln, weil da geht dann ein großer Teil der Magie in meinen Augen verloren. Bitte, Olli. Ja, wir wissen ja auch nicht, ob da jetzt noch zusätzlich weitere Musikstücke dazu kommen, weil in Schön und das Biest war es ja so, dass es noch zusätzliche Musik gab, die es im Original nicht gab. Also neue Musikstücke. Und übrigens, wir brauchen keine Hashtags mehr. Wir sind in einer offenen Runde. Du kannst einfach reinquatschen. Das ist wie so eine offene Runde hier. Wo war ich gewesen? Ansonsten muss ich tatsächlich sagen, insgeheim freue ich mich auf den Film, aber ich habe tatsächlich bei diesem Film viel mehr Angst, enttäuscht zu werden, als ich es zum Beispiel bei dieses Jahr noch erscheinenden König der Löwen habe. Bei König der Löwen habe ich gar keine Bedenken, dass er schlecht wird. Genauso wie Dschungelbuch. Aber da war auch der Vorteil, da hast du weniger menschliche Charaktere. Bei König der Löwen hast du zum Beispiel gar keine menschlichen Charaktere. Das heißt, dadurch kann sehr viel mit Animation gearbeitet werden, was den Film dann weniger in ein Desaster laufen lassen kann. Wenn du aber jetzt einen Zeichentrickfilm wie Aladdin nimmst, die Gefahr war ja auch bei Schön und das Biest gegeben, wenn du da dann wirklich mit realen Schauspielern gehst und du dann irgendwo den falschen Ton triffst, der Film eigentlich zum Scheitern verurteilt ist, weil er halt nicht an die Vorlage rankommt. Und die Angst ist bei Aladdin um einiges größer als bei Schön und das Biest. Allein schon, weil ich Emma Watson als Belle großartig fand in Schön und das Biest. Aber ich würde sagen, wir kommen dann erstmal zur Wertung, und da ich den Chat auch übernehme, darf der Jeb mit seiner Bewertung anfangen für Aladdin. Ich gebe Ihnen mal eine 3,5 von 5, einfach aus dem Grund, historisch. Man freut sich, das war ein sehr guter Zeichentrickfilm. Die Realverfilmung wird wahrscheinlich gar nicht so schlecht sein, weil, wie schon gesagt, Schöne und das Biest war gut, Dschungelbuch war gut, Dumbo habe ich nicht gesehen, aber wird wahrscheinlich auch relativ gut gewesen sein. Also, hat Dumbo nicht Tim Burton gemacht? Oder war das Original von Tim Burton damals? Nee. Tim Burton ist das. Ja. Und von daher, also er wird überdurchschnittlich sein, also irgendwas so komplett mittig ist nicht wert, also auch vom Trailer her 3,5 von 5. Olli? Olli, ja, lass das Mikro an, wenn wir in der Talkrunde sind. Achso, okay, alles klar. Ich bin da bei Jeb auch 3,5 von 5, da bin ich halt auch ein bisschen vorsichtiger tatsächlich, eben weil mir der Schauspieler auch von Jafar nicht so gefällt. Mit der Musik, das hat mich jetzt zwar weniger gestört, aber gut, schauen wir mal. Tonne. Ja, ihr gebt beide eine 3,5, ich gehe tiefer, ich gehe auf eine 3 von 5, weil ich tatsächlich mehr Bedenken wahrscheinlich habe als ihr. Gucken werde ich mir wahrscheinlich trotzdem. Wo ich mir den angucke, ist eigentlich irrelevant. Aber ich hoffe einfach, dass er gut wird. Ich hoffe einfach, dass Disney eine gute Arbeit macht. So wie bei Star Wars. Ach ja, den musste ich mir gönnen. Ja, dann schauen wir doch mal auf den Chat, was der denn dazu sagt. Zuallererst, Stefan, herzlich für Will Smith, Mystera auch direkt schon gehypt, aber bräuchte das Gejaule nicht.
Der Jason, ach, sollen die doch bloß beim Original bleiben? Die ständigen Neuverfilmungen gehen mir auf den Sack. 1 von 5. Gehen wir weiter. Der Snorri, ich bräuchte eine Realverfilmung dazu nicht wirklich. Klar hat Disney gemerkt, dass man mit diesen Neuverfilmungen eine Menge Geld machen kann, aber der Original war für mich schon gut genug. Das kann ich dazu nur sagen. Ja, Tuk Tuk sagt gerade auch, die Schöne, das Biest war mega. Ja. Stefan gibt 3 Guppies. Wenn ich das so richtig deuten kann. der Mattes gibt 1,5 von 5. Snorri gibt insgesamt 3 von 5 und Tuk Tuk ist mit der goldenen Mitte mit 2,5 von 5 dabei. Damit wären wir erstmal mit der ersten Bewertung für den ersten Film durch. Da kommt auch was von Stefan. Märchenfilme sind nicht so meins, aber scheint auch teils lustig zu sein. Ganz gut gemacht und gute Besetzung, also Popcorn-Kino 2,5 von 5. Halber Guppi totgegangen. Ja. Ich dachte, die Guppis wären jetzt die Bewertung, aber okay. Gut, dann kommen wir zum nächsten Film. Wir sind immer noch am 23.05. und nun kommt, wie sagt man so schön, Männerkino. Regie führt Chad Stahelski. Chad Stahelski war auch für die Vorgänger unter anderem verantwortlich. Mitspielen tun Keanu Reeves, Lawrence Fishburne und Ian McShane. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß beim Trailer zu John Wick Kapitel 3. Du hast keine Ahnung, was dich erwartet. Mr. Wick hat die Regeln gebrochen. Ich hoffe, Sie wissen, was sein Überleben für Folgen hätte. John Wick, Exkommunikation, tritt jetzt in Kraft. Du hättest nicht kommen sollen. Schicker Anzug. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich brauche deine Hilfe. Wenn ich dir helfe, sind wir mehr als quitt. Es gibt kein Entkommen für dich. Die Hohe Kammer will deinen Kopf. Helfen Sie mir bei der Einstimmung auf unseren neuen Gast? Lassen Sie uns beginnen. Stehen mir eure Dienstleistungen immer noch nicht zur Verfügung? Was brauchst du? Waffen. Und zwar viele Waffen. Sie glauben, Sie können es mit John Wick aufnehmen? Sie werden eine böse Überraschung erleben. Ich wollte Sie schon lange kennenlernen. Schon sehr lange. Hold on! Und bis jetzt haben Sie mich nicht enttäuscht. Wir können dieses Spiel noch ewig fortsetzen. Aber wir wissen alle, wie es ausgeht. Und all das geschieht warum? Wegen eines Hundes? Es war nicht nur ein Hund für mich. Ja, der Hund war nicht nur ein Hund, der Hund war Familie. So, was soll ich dazu sagen? Nicht viel, denn ich überlasse euch die Bühne erst einmal kurz und knackig. Jeb. Ah, fange ich wieder an mit meiner kurzen Zusammenfassung. Ja, Hirn ausschalten, angucken, freuen. Olli? Dem ist nichts hinzuzufügen. Popcorn hier anschalten, Popcorn essen und Film genießen. Tolle. Gut, dann haue ich jetzt die überragende Story von Teil 3 raus. John Wick ist aus 2 Gründen auf der Flucht. Er wird gejagt, weil die Hohe Kammer eine 14 Millionen Dollar Kopfgeld auf ihn ausgesetzt hat und weil er gegen die Zentralregel verstoßen hat, dass im Continental Hotel nicht getötet werden darf. John hätte schon längst tot sein sollen, doch Winston, der Manager des Continental, hat ihm eine Stunde Gnadenfrist gegeben, bevor er als Exkommunikado gilt. Mitgliedschaft sowie sämtliche Privilegien und Zugänge zu Unterweltressourcen entzogen und von anderen Mitgliedern abgeschnitten. Also nutzt John andere Mittel und Wege, um am
leben zu bleiben, während er sich aus New York City herauskämpft. Das im Grunde fängt Teil 3 da an, wo Teil 2 aufgehört hat. Aber man muss, glaube ich, nicht notdringend, glaube ich, alle Teile gesehen haben, weil kann den dritten Teil und den zweiten Teil an sich auch für sich selbst genießen. Aber als Ganzes ist es natürlich schöner, wenn man die ganzen Zusammenhänge vielleicht ein bisschen besser begreift. Aber bevor ich dann noch mehr ins Detail gehe, überlasse ich erstmal dem Chip. Ja, ich habe die beiden Vorgängerfilme, glaube ich, gesehen. Erinnere mich aber nicht mehr so wirklich dran. Von daher, ja, es ist actionreich, es ist Hirn ausschalten und es ist wieder direkt zum Vergessen. Was soll man mehr dazu sagen? Also ein Actionfilm. Also ich habe die ersten beiden Teile nicht vergessen. Ja, ich schon. Also ich kann mich jetzt nicht so direkt dran erinnern. Wie sieht's mit Molly aus? Ja, ich habe die ersten beiden Teile auch nicht vergessen, aber ich habe es immer noch nicht gesehen. Aber ja, der Trailer, der macht auf jeden Fall Spaß. Wir haben gute Choreografie in den Kämpfen. Wir haben actionreiche Musik. Wir haben Verfolgungsjagden. Wir haben alles, was einen Actionfilm braucht. Und deswegen werde ich mal gucken. Erstmal die ersten beiden Teile. Hatten wir letztens schon Weg 2 damals im Cinetalk nicht auch schon gehabt? Da habe ich auch schon gesagt, dass ich den ersten nicht gesehen habe. Ich muss das echt so langsam mal machen. Ja, bevor John Wick 5 rauskommt, ne? Genau, richtig. Tonno. Ja, ich habe im Gegensatz zu den anderen beiden habe ich die ersten beiden gesehen und habe sie auch noch im Kopf. Gerade Teil 2 fand ich großartig, der Fight in dem Kolosseum, der Underground-Style, der ganze Kram. Keanu Reeves hat ja quasi so ein bisschen seinen Höhenflug wieder zurückerlangt durch die John Wick-Reihe. Es war ja lange Zeit nichts zu hören. Ich glaube, der letzte wirklich ansehnliche Film, der davor rauskam, in meinen Augen war Matrix. Konstantin. Konstantin? Weiß nicht. Matrix war, glaube ich, vor Konstantin. Ich fand Konstantin jetzt auch nicht so besonders gut. Ich fand Konstantin ganz gut. Ja, es ist natürlich knallharte Action. Nebenbei trotzdem noch gut besetzt. Ich glaube, Jet Li haben wir, glaube ich, war es Jet Li? Nee. Oder? Der eine Asiate, ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, es war nicht Jet Li. Jet Li ist mittlerweile auch viel älter vom Gesicht her. Ich habe auch eigentlich erst gedacht, dass die eine Bösewichtin Eva Green ist, aber da könnte ich mich auch täuschen. Aber Ian McShane als Hotelbesitzer, Lawrence Fishburne mit dabei. Halle Berry spielt hier im dritten Teil mit, als wahrscheinlich Verbündete. Und drin, ja, das ist ein großartiges Action-Geballer, ne? Was anderes dürfen wir eigentlich gar nicht erwarten. Und ich stehe drauf. Ganz ehrlich, ich weiß ganz genau, was ich kriege und ich werde es auch kriegen und ich werde mordsmäßig Spaß haben. Allein schon, wie Olli gerade schon sagte, an den großartig choreografierten Kämpfen. Das hat man vorhin schon gesehen, als die Asiaten da mit den Messern in den schmalen Regalgängen gefightet haben und so weiter. Das wird großartig aussehen, großartig umgesetzt werden. Keanu Reeves kauft man diese Rolle auch wunderbar ab. Das hat man in den ersten beiden Teilen auch getan. John Wick, wer die ersten beiden Teile nicht gesehen hat, sollte sich auf jeden Fall die ersten beiden Teile reinziehen. Ist auch genauso großartiges Action-Kino. Und ich würde sagen, kommen wir zur Bewertung. Olli, bitte zuerst. Ja, ich habe mir eine 4 von 5 aufgeschrieben. Bei mir hat der Trailer sehr zugesagt. Jeb. Ich bin bei einer 3 von 5, weil, wie gesagt, Action-Kino, man kann sich es anschauen, aber es wird keinen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Ja, ich habe nur 5 von 5 hier stehen. Das ist ein Film, da werde ich Bock ohne Ende drauf haben. Dann sage ich aber direkt im Chat nochmal hinein, wir haben keine krummen Zahlen, es gibt nur einen ganzen oder einen halben Punkt, keine 0,8 oder ja, sonstiges. Der wusste ja nicht, bis dahin. Das erläutere ich dann gerne noch einmal. 5 von 5, das wird ein Bombenfilm. Und wir gehen mal in die Liste rein und schauen, wie der Chat sich denn da so zu entschieden hat. Der Leo ist auch da, namens Leo. 5 von 5, die Filme waren schon immer geil. Der Snorri, wenn ich nicht immer noch erst die Vorgänger schauen müsste, würde ich da sofort reingehen. 4,8 von 5, also aufgerundet eine 5 von 5. Der Snorri ist auf jeden Fall auch dabei. Stefan, actionreich, war da eine Geschichte dabei? Ja, da ist eine Geschichte dabei. Auf jeden Fall Viechersrei, Klopperei, Blut und Totschlag, also 3 Guppies von 5. Der Jason, Action-Baller-Film, nur zu gucken bei großer Langeweile. Ihm reißt das nicht so ganz vom Hocker, eine 1,5 von 5. Wenn einer sagen darf, ich brauche Waffen, viele Waffen, dann ist es Keanu Reeves, wie damals schon in Matrix. Tuk-Tuk, 1,5 von 5, typischer Männerfilm, gebe ich hier vollkommen recht.
Und da sehe ich gerade, Snorri hat runtergeschraubt auf 4,5. Na gut, dann nehmen wir die 4,5 halt von Ihnen an. Und das war es dann jetzt auch schon vom Actiongeballer. Nun kommen wir ein bisschen mehr in den, sagen wir mal, Thriller-Bereich, vielleicht auch Drama-Bereich rein. Regie, wir sind übrigens immer noch beim 23. Mai. Regie führt Bill Oliver, das ist sein Erstlingswerk. Mitspielen tut Ansel Elgort in einer Doppelrolle. Suki Waterhouse und Patricia Clarkson. Und der Film, der kommt jetzt als Trailer und der Film heißt Jonathan. Viel Spaß beim Trailer. Wie läuft es zwischen dir und John? Jonathan! Hi. Die Arbeit war gut. Aber ich habe mich in letzter Zeit etwas müde gefühlt. Du auch? Ihr habt ereignisreiche Leben. Es ist natürlich. Mach dir keine Sorgen. Jetzt, wo du es sagst. Ich bin auch total müde. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, sicher. Dann sind sie in die Rialto-Bar gegangen. Hey, John, hast du nicht was vergessen? Wo sie zwei Bier tranken, bis ihre Freundin ihre Schicht beendet Freundin? Hatte. Ja, ihre Freundin. Elena Kaminski. John? Ich hab dich noch nie bei Tageslicht gesehen. Ich sehe dich heute Abend. Warum hast du mir nichts von ihr erzählt? Ich hab dir nichts von ihr erzählt. Eine Freundin zu haben verstößt gegen die Regeln. Du musst mit ihr Schluss machen. Das werde ich nicht tun. Du musst ihr von uns erzählen. Wenn du es nicht tust, mach ich es. Multibewusstsein in einem Körper. Du bist wirklich nicht er, oder? Ich verstehe es nicht. Was sind sie? Ich schlafe mit seiner Ex-Freundin. Du musst es ihm sagen. Was hast du so gemacht? Was ist hier los? Ich mag es nicht, wenn ihr zwei euch nicht versteht. Das ist gefährlich. Du weißt, wie ernst die Sache ist. Du musst dich darum kümmern. Ich dachte, du gedeihst. Aber ich lag falsch. Ich muss dir etwas sagen. Ich liebe sie. Ja, Jonathan. Olli, was sagst du zu Jonathan? Das Einzige, was ich kapiert habe, ist zwei Bewusstseine in einem Körper. Man hat ihn beim Krankenhaus liegen sehen. Wahrscheinlich ein Experiment. Weiß ich nicht. Macht auf jeden Fall einen interessanten Eindruck. Geheimnisvollen Eindruck, der Trailer. Jeb. Ja, kurz zusammengefasst, etwas wie. Ja. Gut, dann versuche ich das Ganze mit der Story ein wenig aufzulösen. Die Zwillingsbrüder John und Jonathan schwören sich, sich niemals auf eine Beziehung einzulassen und zu verlieben. Ein Versprechen, das es sich nur schwer halten lässt, unvorhersehbar wie das Leben ist. Denn während sich Jonathan eine Karriere als Architekt aufgebaut hat, hängt John meist im Bett und im Internet rum. Dort lernt er eine Frau kennen, in der er sich prompt verliebt. Als Jonathan davon erfährt, zwingt er John die Beziehung zu beenden, beginnt dann aber selbst eine Affäre mit Johns Ex. Das ist die grobe Geschichte, die aber nicht alles enthüllt. Jetzt bin ich gespannt auf die Bewertung, denn normalerweise warten wir im Chat auch die Bewertung ab, nachdem wir die Inhaltsangabe plus Trailer gesehen haben. Und Olli, bitteschön. Jetzt schon die Bewertung? Nein, nein, deine Meinung. Meine Meinung. Der Trailer macht, wie gesagt, einen sehr geheimnisvollen Eindruck, ist allerdings auch verdammt verwirrend. Ich denke, ich möchte auf jeden Fall wissen, was dahinter steckt. Und deswegen wird mich der Film auch interessieren. Jetzt wahrscheinlich nicht so sehr wie John Wick, aber interessant wird er bestimmt. Jeb? Ja, aber interessant wird, weiß ich noch nicht so recht. Nach dem Trailer hatte ich eigentlich vermutet, dass es eine Person ist, die halt gespalten ist, die einmal ein Tagesleben hat sozusagen und einmal ein Nachtleben. Laut der Zusammenfassung sind es ja physikalisch zwei Personen. Also die Zwillinge.
Von daher bin ich da ein bisschen verwirrt, sagen wir es mal so. Ja, ich muss tatsächlich sagen, der Trailer hat mir auch mehr Fragezeichen aufgegeben als quasi Schalter betätigt, die mich dann quasi weiter dran hängen lassen. Sicherlich auf der einen Seite von der schauspielerischen Leistung bestimmt anspruchsvoll, da die beiden Rollen zu spielen einigermaßen, wobei es mit der Technik heutzutage auch kein Problem ist. Dieses doppelte Rollenspiel quasi, wo dann im Grunde auch tatsächlich zu sehen ist, dass halt grundverschieden die Charaktere dann auch sind. Und das Einzige, was ich mich halt frage, was halt diese Ärztin halt damit zu tun hat, das Ganze. Ist das eine Ärztin oder ist das die Mutter oder irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich gehe davon aus, dass es eine Ärztin ist. Im Trailer hatte ich so das Gefühl, dass es irgendwie die Mutter ist oder irgendwie die halt. Ist das irgendwie. Aber vielleicht sind die auch Zwillinge im Labor entstanden. Ne? Das ist ja auch. Das vermute ich nämlich. Also es sind sehr viele Fragezeichen da. Sehr, sehr, sehr. Für mich sogar zu viele Fragezeichen, um dafür, dass der Film mich dann tatsächlich catcht. Stellenweise war er auch ein bisschen zu dröge aufgebaut. Also die Dramatik und die Spannung, die er aufbauen wollte, hat er nicht wirklich richtig aufziehen können, meiner Meinung nach. Das wird sich dann tatsächlich auch in meiner Bewertung gleich niederschlagen. Aber ich bin gespannt, wie hoch oder wie niedrig der Jeptim bewertet. Ich gehe knapp unter die Mitte mit 2 von 5, weil irgendwie reizt mich der Film nicht. Und er ist mir vom Trailer zu wirr und mit der Inhaltsangabe passt das irgendwie nicht zusammen. Von daher 2 von 5, mehr gibt's nicht. Dann mache ich mal weiter. Ich habe mir eine 3 von 5 tatsächlich aufgeschrieben. Also bin ein höher als Depp. Und gebe weiter an Tonno. Der Olli ist halt ein bisschen großzügig mit seinen Punkten wieder. Ich gehe da ganz konform mit Jepp. Ich habe da auch eine 2 von 5, also knapp unter dem Durchschnitt. Für mich ist ja 1 von 5, dass der Film auch halt technisch oder schauspielerisch totale Grütze ist, aber so weit gehe ich meistens nie in der Bewertung. Aber 2 von 5, da muss definitiv dann mehr kommen. Eventuell irgendwann mal, wenn nichts zu laufen ist, das vielleicht mal reinschauen. Und vielleicht überrascht er mich dann am Ende, das weiß man ja nicht. Schauen wir mal in den Chat rein. Ach ja, auch Leute, langweilig, gehen, sagt Stefan. Und der Snorri sehr platt und das Prinzip schon 100 Mal besser gesehen. 21,5 von 5, nein, ich jetzt mal wollte 1,5 von 5 schreiben. Den Jason, den reißt auch nicht vom Hocker, auch ebenfalls eine 1,5 von 5. Und Tuk Tuk sagt, komische Sache, sehr verwirrend, aber trotz allem interessiert sie das Ganze. Eine 3 von 5. Also gemischte Verhältnisse im Chat und ich schätze mal, der eine Guppi ist wahrscheinlich auch Stefans Punkt, also ein Punkt gibt es Stefan wahrscheinlich nur, für Jonathan. Und damit wandern wir jetzt automatisch auch schon zum nächsten Termin und wir kommen zum 30. Mai. Dort erscheint ein neues Biopic. Letztes Mal hatten wir es Stan und Olli, heute haben wir nur Olli hier. Und Regie bei diesem Biopic führt Dexter Fletcher, hat unter anderem Terminal, Rache war nie schöner oder auch Eddie the Eagle mit Hugh Jackman über den Skisprung Heini. Ich habe den Film leider noch nicht gesehen, soll aber sehr unterhaltsam sein, Regie geführt. Wir haben Taron Egerton, den wir unter anderem aus dem neuen Robin Hood kennen, Jamie Bell spielt mit und Richard Madden. Und könnte ganz interessant werden, da es wahrscheinlich kein Biopic wird, so wie man es sich vielleicht vorstellt. Hier ist der Trailer zu Rocketman. Ich hatte die Melodie komplett im Kopf. Ich sah die Noten vor mir und musste sie nur noch aufschreiben. It's a little bit funny. This feeling inside. Wie war der Name nochmal? Mein Name ist... Reggie! Reginald Dwight. Reginald, so heißt mein Großvater. Wie wird aus einem kleinen, dicken Jungen ein Rockstar? Du musst den, als der du geboren wurdest, umbringen, damit du zu der Person werden kannst, die du sein willst.
überlege, meinen Namen zu ändern in Erden. Das ist mein Name. Ja, ich weiß. Du könntest der erfolgreichste Künstler Amerikas werden, wenn du das willst. Du musst den Leuten endlich mal auffallen. Kauf dir irgendwas, was glitzert. Kannst du in den Dingern noch Klavier spielen? Zeig ihnen, wer du bist. Und bitte, nimm nur keine Überdosis. Wie fühlt es sich an, ein Star zu sein? Sowas hält nie lange an. Genießen wir es, bevor es vorbei ist. Wenn rauskommt, dass wir ein Bett teilen, dann war's das hier. Ich hoffe nur, dir ist klar, dass das ein Leben in Einsamkeit bedeutet. Kannst du nicht einfach nur singen, ohne den ganzen albernen Glitzerkram? Die Leute bezahlen nicht dafür, Ratched White zu sehen. Sie bezahlen, weil sie Elton John sehen wollen. Entschuldige, ist dir völlig egal, unter welchem Druck ich stehe? Eigentlich schon. Ich kassiere auch da noch meine 20%, wenn du dich längst umgebracht hast. Vielleicht hätte ich unauffälliger sein sollen. Du warst nie unauffällig. Du bist so ein schüchterner kleiner Junge gewesen. Und sieh dich jetzt an. Ja, Rocketman. Na? Ist der Jeb auch ein kleiner Rocketman? Der ist erstmal gemutet. So, ja, Biopic über Elton John, was soll man sagen? Musik kennt man, lernt man eventuell noch ein bisschen die Person kennen. Mehr kann man da nicht so sagen. Überleitung ist Jeb's auch nicht so sein Ding. Du willst eh nichts sagen, also ist automatisch Olli nach mir dran. Von daher. Trotzdem. Tu es Olli, einfach. Erzählen Sie mal, was wir von diesem Film halten. Aber kurz fassen, mehr, maximal 10 Worte. Ja, okay. Noch 8. Noch 5. Lass die mal in Ruhe. Ja, ein Film über den King von Off Rock'n'Roll. Was? Nee, das war Elvis Presley. Alte Baustelle. Achso, stimmt. Elton John war's, ne? Ja. Stimmt. Stimmt. Entschuldigung, jetzt bin ich total raus. Tonno kriegt schon die Krise. Ne, auf jeden Fall wird das interessant werden. Weil Biopic ist immer interessant. Ja, jetzt komme ich nämlich zu dem Punkt, dass es vielleicht kein Biopic wird, wie man es vielleicht erwartet. Rocketman erzählt vom Leben der Musiklegende Elton John, soll aber mit seinem Stil vom herkömmlichen Biopic abweichen und stattdessen als eine Art Fantasy-Musical zu betrachten sein. Das heißt, es wird das Ganze mehr als eine Art Musical-Geschichte dargestellt. Stellenweise sicherlich auch ganz normale Lebensszenarien, aber stellenweise soll es halt eine Fantasy-Musical-Darstellung sein. Und das stelle ich mir persönlich sehr unterhaltsam vor. Elton John hat viele großartige Songs gemacht, aber auch viele Songs, die jetzt nichts für mich sind. Aber ganz ehrlich, jeder Mann, jede Frau kennt Elton John von irgendwoher. Und sei es nur damals Lady Diana, Candle in the Wind, wenn er denn aus unserem Jahrgang kommt. Ja, jetzt dürft ihr euch länger fassen, Olli. Hier, King of Rock'n'Roll, Elton John. Das wird mir jetzt ewig vorhalten wieder. Ich denke mal, über Elton John, da gibt es natürlich auch einiges zu sagen. Ne? Er ist ja auch groß in der Musical-Szene, soweit ich weiß, am Broadway, glaube ich, gewesen. Ne? Also da gibt es schon wahrscheinlich vieles zu erzählen. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie dieses Biopic, dieses Fantasy-Biopic wird. Jeb. Also die Person Elton John interessiert mich so relativ wenig. Also das mit Bohemian Rhapsody und Queen hat mir bei Weitem mehr gefallen, beziehungsweise mich mehr interessiert. Von der Musik her muss man sagen, man kennt sie und sie ist nicht schlecht. Also vom Soundtrack her alles in Ordnung, aber eine Geschichte über den Kerl da irgendwie über 1,5 Stunden, 2 Stunden, egal ob das jetzt ein Fantasy-Musical ist oder nicht, der ist mir zu abgedreht und das ist nicht irgendwie... Ich bin kein großer Elton John-Fan von der Person, also ich würde nicht irgendwie unbedingt hingehen müssen, wenn es ein Konzert gibt oder sonst was. Von daher, ja, Musik gut, Film, naja, mittelmäßig eben. Tonno.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, meine Musik ist es eigentlich auch nicht, aber ich glaube, Elton John hat tatsächlich ein bewegtes Leben bisher geführt. Natürlich aus mehreren Fakten. Zum einen durch sein schrilles Auftreten, zum anderen natürlich zu der Zeit sein homosexuelles Sein, was damals halt verpönt war, was natürlich auch noch dazu kommt. Das ist halt auch immer wunderbarer Stoff für so ein Biopic, das aufzugreifen. Wird auch immer gerne genommen. Ich meine, man hat es bei Bohemian Rhapsody genauso gesehen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Taron Egerton, der Mann, der Kingsman gespielt hat, der Robin Hood gespielt hat, hier als Elton John, sieht großartig aus. Und man mag es kaum glauben, aber Taron Egerton singt hier selbst. Man kann sich die Rocketman-Version von Taron Egerton auf YouTube auch anhören, die Originalversion. Und ich muss sagen, er macht das nicht schlecht. Also genauso wie Rami Malek als Freddie Mercury macht auch hier Taron Egerton als Elton John beim Singen auch keine schlechte Figur. Die eine Schauspielerin im Trailer, war es die Sekretärin von Daily Bugle auch gewesen? Boah, Als weiß ich sie nicht, aber selber Fan die hat gewesen? in vielen auch Renaissance-Filmen auch mitgespielt. Die ist nicht ganz unbekannt. Ja, wie gesagt, ich muss sagen, er gefällt mir, vor allen Dingen der Musical-Aspekt, der hier aufgegriffen werden soll, gefällt mir, weil ich auch gerne Musical-Filme schaue. Wie gesagt, für mich immer noch unerreicht, der Musical-Film mit Hugh Jackman, Russell Crowe und Co., Les Miserables, großartiger Streifen, großartige Story und vor allem großartige Musik in dem Film. Ist zwar ein riesenlanges Epos, ich glaube, vielleicht 2,5, 3 Stunden geht er, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall zieht er sich ganz schön. Aber auch großartiger Musical-Streifen. Ist dann definitiv mein Genre. Und auch wenn Elton John nicht so wirklich meins ist, habe ich Bock auf Rocketman. Ja, und dann gehen wir erstmal wieder zurück zur Benotung durch den Jeb, durch den Olli und danach durch mich und den Chat. Ja, bei mir ist es wieder überdurchschnittlich, allein nur wegen der Musik. Von daher wieder 3 von 5 bei mir. Olli? Ja, diesmal gehe ich ein bisschen tiefer als Jeb. Ich mag zwar solche Biopics sehr gerne, aber die Musikrichtung ist auch nicht immer so hundertprozentig meins. 2,5 von 5 habe ich jetzt gegeben, Tendenz aber steigend nach oben hin. Tonno. Dann sind wir uns einig, dass wir uns uneinig sind, denn ich gehe höher als der Jeff, ich gehe auf 3,5. Und der Chat ist aber auch genauso zwiegespalten. Also Stefan liebt Elton John, das wäre tatsächlich mal interessant für ihn. Er mag den Künstler sehr, die Besetzung passt dazu und die Geschichte würde er auf jeden Fall sehr gerne kennenlernen. Er vergibt 4 von 5 Guppies. Der Jason sagt, na klasse, Biopic von Elton John, überhaupt nicht mein Musikstil, 1 von 5. Wobei dann eher um die Frage ist, ob für Jason eventuell die Person hinter der Musik interessant wäre. Weil das sind ja immer zwei Aspekte. Das ist zum einen die Musik und zum anderen natürlich die Person hinter der Musik. Snorri sagt für sein Genre ganz gut gemacht. Der verteilt 4 von 5 Punkten. Und Tuk-Tuk sagt, Biografien waren leider noch nie ihrs. Und Elton John auch nicht. Und somit gibt es dann auch nur 1 von 5 Punkten. Und ja, damit sind wir mit dem King of Rock'n'Roll durch. Und gehen dann auch schon weiter. Und beides nicht interessant, sagte Jason. Na gut, dann kann man nichts machen. Vielleicht ist der Film, der jetzt kommt, was für ein Jason. Für mich ist er auf jeden Fall etwas. Regie führt Michael Dougherty. Michael Dougherty habe ich vorher auch keine Filme gefunden, die er zu verantworten hatte. Millie Bobby spielt mit. Millie Bobby Brown, Kyle Chandler und Vera Farmiga. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Trailer zu. Was hast du gesehen, alter Mann? Godzilla. Godzilla 2, King of the Monsters. Was wir hier sehen, ist die Rückkehr der Titanen. Wie viele von den Dingern gibt es? 17 und ansteigend. Schon irgendwie schräg, oder? Ghidorah. Großer Gott. Sie verhalten sich wie ein Rudel. Sie jagen. Sie alle reagieren direkt auf ein Alpha-Tier. Wenn
Wenn wir Ghidorah aufhalten, halten wir sie alle auf. Hätte denn noch eine andere Kreatur eine Chance gegen ihn? Mein Gott. Zilla. Unser Planet wird zugrunde gehen. Und wir ebenso. Halt durch, Kleiner! Es sei denn, wir rufen Godzilla. Ja klar, laden wir ihn doch auf ein Bier ein. Nein, diesmal kämpfen wir mit. Lauft! Godzillas Welt. Wir leben hier nur. Kann man so sagen. Ja, Godzilla 2, King of the Monsters. Und da gebe ich jetzt ab zu einem, wo es im Vorfeld schon hieß, so, ach, noch einer. Chip, bitteschön. Ja, CGI Festival Hoch 10. Das mal als kurze Zusammenfassung. Und Olli? So, also ich selber habe nichts gegen CGI-Festivals, wenn die gut aussehen. Und das sieht schon sehr gut aus. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Tonno? Ja, dann haue ich direkt die Story dazu raus. Die neue Story dreht sich um die heroischen Bemühungen der kryptozoologischen Behörde Monac. Deren Mitglieder treten gegen eine Reihe gottgroßer Monster an, darunter der mächtige Godzilla, der auf Mothra, Rodan und seinen ultimativen Erzfeind trifft, den dreiköpfigen King Ghidorah. Wenn sich diese uralte Superspezies, von denen man glaubte, sie seien nichts weiter als Mythen, erneut erheben, kämpfen sie alle um die Vorherrschaft. Die Existenz der Menschheit steht auf dem Spiel. Und das ist tatsächlich im Groben die ganze Story zusammengefasst. Und jetzt darf der Jeb sein Plädoyer für oder gegen Godzilla halten. Es ist reines Popcorn-Kino. Es ist CGI. Wenn es gut gemacht ist, wie Olli gesagt hat, kann man sich es anschauen. Aber das ist ein typischer Film, den sollte man auf einer großen Leinwand mit einem guten Soundsystem am besten in 3D gucken und einfach auf sich einredeln lassen. Dann kann man damit auch Spaß haben. So zu Hause, irgendwie Fernseher, je nachdem, wie groß es ist, ohne Sound, das ist dann halt so nur der halbe Spaß bei so einem Film. Auch auf einem 50-Zoll-Fernseher wird das schon ausreichen. Ja, wenn du dann noch irgendwie eine 7.1 Soundanlage hast und dann, ja, geht auch, aber im Prinzip ist das ein Film, der fürs Kino gemacht ist. Ja. Olli, was sagst du denn? Ja, ich liebe halt so gewaltige Bilder, insbesondere wenn riesige Kreaturen auf den Bildern erscheinen. Das hat man hier. Ja, Olli ist ein Kaiju-Fan. Soweit ich das gehört habe, sehr viele von diesen riesigen Kreaturen zu sehen sein werden. Es wird auf jeden Fall gewaltig, wird wahrscheinlich auch nur Popcorn-Kino sein, also auch wieder Hirn aus und schauen. Aber gutes Popcorn-Kino, würde ich sagen. Tonno. Ja, ich muss sagen, ich habe damals schon, ich sag nur Jamiroquai, der Soundtrack damals in den 90ern, der Godzilla mit Jean Reno, fand ich damals auch unterhaltsam, auch wenn ich sagen muss, war glaube ich Roland Emmerich, wenn ich das richtig im Kopf habe, der Godzilla damals. Ja, finde ich gut, dass wir den nicht weitergemacht haben. Weil da sah der Godzilla ein bisschen mehr wie so ein Krokodil aus oder wie so ein komischer Dinosaurier-Verschnitt, Raptor-mäßig, T-Rex. Auch die kleinen Dinosaurier-Eier, die dann gelegt wurden. Ich fand ihn zwar unterhaltsam, aber es war für mich kein richtiger Godzilla. Und jetzt der letzte Godzilla, der da vorauskam mit Bryan Cranston, fand ich halt richtig gut. War quasi auch so die Entstehungsgeschichte, allein durch die Atomtests der Japaner und so weiter. Und ich fand den Godzilla damals schon richtig gut gemacht, CGI-technisch und so weiter. Der Godzilla sah wieder aus, wie der Godzilla aussehen sollte. Und ich meine, jetzt kommen wirklich die Übergegner. Mothra kommt, Ghidorah kommt. Und es wird ein riesengroßes Spektakel werden. Und stellenweise glaube ich auch, dass man dann, wenn man tatsächlich im Kino sitzt, man in den Kinositz reingedrückt wird, wenn der Sound dann auf einen niederprasselt und
Also es wird großartig. Also ich mag Kaiju-Filme, wenn sie gut gemacht sind. Ich muss sagen, Pacific Rim zum Beispiel, war nicht meins. Pacific Rim hat mir damals nicht so zugesagt. Ich habe mir zwar angeguckt, war ganz okay, aber hat mich dann nicht so vom Hocker gerissen. Deswegen habe ich den zweiten Teil auch nicht verstanden. Aber Godzilla, ja, da bin ich definitiv dabei. Es ist ja immer noch geplant, dass Godzilla und King Kong ein Crossover haben werden. Die beiden Monster sollen auch noch aufeinander losgelassen werden. Da bin ich auch sehr gespannt, weil ich muss sagen, Kong Skull Island fand ich auch sehr geil, wenn wir schon bei Monsterfilmen sind. Und ja, freue ich mich riesig drauf. Godzilla 2, es gibt nur einen König der Monster und das ist Godzilla. Er macht sie alle nieder. Und damit zum Schlusspunkt erstmal zu Jeb. Ja, ist er in dem Film dann auch so der Good Guy sozusagen, weil er verteidigt ja die Menschheit. Ich gebe eine 3 von 5, aber aufgrund netter Effekte im Kino könnte man sich antun. Wird sicherlich ganz lustig. Olli. Ja, ich habe mir aufgeschrieben 3,5 von 5 und mir fiel gerade ein, einer der älteren Godzilla fand ich eine Sache albern. Das waren diese kleinen Zwerge, waren das Zwergen, Elfen, wie auch immer. Da waren doch irgendwelche kleinen... Du meinst die kleinen Japaner? Genau. Die fand ich immer so merkwürdig. Und die haben du meinst jetzt aber nicht die Godzilla-Filme, wo sie sich in irgend so ein Latex-Kostüm reingestellt haben und da irgendwelche Playmobil-Häuser kaputt gemacht haben? Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Die guten alten Power Rangers folgen. Ich weiß das nur so grob noch von damals. Das ist schon lange her, als ich den Film gesehen habe. In den 90ern gab es den mit John Reno, den sie dann nicht verlängert haben oder keinen zweiten Teil gedreht haben, obwohl sie ein offenes Ende gelassen haben. Und jetzt gab es halt den Reboot da irgendwie. Ich glaube, der war noch. 2000, ich glaub, der war, wann war das? 13, 14? Ich glaube, den ich meinte, der war noch älter als 19. Also einer in dem Plastik. Mathis fragt gerade nach, das wäre Final Wars? Final Wars? Ja. Das spekuliert der Mathis gerade. Das kann sein, dass das Final Wars gewesen ist. Okay, ich gebe mal an Tonno weiter. Ich habe gesagt 3,5 von 5. 3,5 von 5? Ich gehe höher. Ich gehe 4 von 5. Ist ein Kaiju-Film. Ist ein guter Kaiju-Film. Ist ein geiler Kaiju-Film. Ist Godzilla. Da steckt schon das Wort Gott drin. Guter Trainer. Mein Godzilla. So, dann kommen wir zur der Chat-Meinung, die wiederum größtenteils eigentlich positiv ist, glaube ich. Ja, Stefan, scheint wahnsinnig gutes Bildmaterial zu sein. Nicht die Geschichte oder die Monster, aber diesen Film auf einer riesen Leinwand mit richtig geiler Vertonung. 4 von 5 Guppies gibt der Stefan. Jason immer noch nicht begeistert. Klar, der große Tokyo-Zerstörer Godzilla ist für die Menschen nicht sehr glaubwürdig. 1 von 5. Kaiju-Filme müssen nicht glaubwürdig sein. Was ist denn los mit dir? Also, der Snorri, ein hochproduzierter Trash-Film. Schon der erste Teil strotzte von Dummheit. Einzig die Action rettet den Streifen noch etwas. 2 von 5. Da mochte wohl jemand den letzten Godzilla-Streifen nicht. Tuk-Tuk sagt, wow, so ein toller Trailer mit epischer Musik. Da muss ich auch sagen, ich fand Somewhere Over the Rainbow, dieses ganz stille, begleitende Musikstück, eigentlich komplett unpassend zu den Bildern, aber irgendwie passt es dann doch irgendwie drauf. Es war sehr schön. Die Version, die draus gemacht haben, ist recht geil. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich will, dass sie alle zerstört werden. Ich hoffe, dass es noch ein Film wird, bei dem man nachher gegen die Menschen sind. Zum Beispiel wie bei Avatar, obwohl es nicht danach aussieht. 4 von 5 Punkten von Tuk-Tuk. Der Mathis geht nochmal 1,5 Punkt höher. 4,5 von 5. Ich habe schon die Japaner in Kostümen ins Herz geschlossen. Ja, ja, das wäre dann auch schon die Bewertung von King Kong. Von King of the Monsters, Godzilla 2. Und wir bleiben noch beim 30.05., gehen nämlich zum 6. Film für heute über, wo eine Frau Regie führt, Claire Denis. Es spielen mit Robert Pattinson, der momentan als, was war nochmal, als neuer Batman gehandelt wird. Er wird Batman. Mia Goth und Juliette Binoche spielen mit. Claire Denis hat unter anderem Meine schöne innere Sonne zu verantworten oder auch White Material. Und ich wünsche euch nun viel Spaß beim Trailer zu High Life. Sie gehört mir. Hm.
Auf. Komm. Da. Wir waren Abschaum. Müll. Dreck, der nicht ins System passte. Bis jemand die tolle Idee hatte, uns zu recyceln, dient der Wissenschaft. Die Chancen stehen nicht gut, stimmt schon. Aber wenn meine Arbeit vollbracht ist, wenn die Perfektion erreicht ist, dann was? Freiflug? Da. Ich weiß, ich sehe wie eine Hexe aus. Sie sind geil und das wissen Sie auch. Unsere ganze Schande bekäme dann irgendwie was Ruhmreiches, weißt du? Ich ertrag den Weltraum-Shit nicht mehr. Sie haben uns angelogen. Und sie wussten es. Dieses Gefühl, sich rückwärts zu bewegen. Obwohl man sich vorwärts bewegt. Sich von dem zu entfernen, worauf man sich zubewegt. Sie müssen sich vor nichts fürchten. Es wird alles gut werden. Du bist doch krank! Raffen Sie nicht, dass in uns nie irgendwas wachsen wird! Verstehst du gegen Naturgesetze? Bist du dafür? Ja, Highlife. Jetzt bin ich mal auf die ratlosen Gesichter gespannt. Olli, bitteschön. Puh. Also ich habe ungefähr verstanden, worum es geht. Schon vorher, aber... Mal sehen, ob die Story-Inhalte nachher genauso passen, wenn du das vorstellst. Ja, ich hör mir lieber mal die Inhaltsangabe an. Also ich fand den Trailer eigentlich sehr spannend gemacht, sehr unheimlich. Jeb. Ich fand den Trailer nicht spannend. Ich habe da keinen Zusammenhang gesehen. Ich habe von dem Film noch nichts gehört. Von daher ist das für mich irgendwie momentan auch ein Buch mit 7 Siegeln. Also. Dann wollen wir dieses Buch öffnen, würde ich sagen. Monte und seine Tochter Willow leben in den Tiefen des Weltraums auf einem beschädigten Raumschiff, dessen Besatzung zuvor noch aus verurteilten Schwerverbrechern bestand. Die erhofften sich durch ihre Beteiligung an dieser gefährlichen Mission, dass ihre Strafen fallen gelassen würden. Doch eine wahnsinnige Wissenschaftlerin quält alle bei ihren Experimenten, bis keiner überlebte, abgesehen von Monte und Willow. Als letzte Überlebende der Mission steuern sie nun noch auf ein Ziel zu, ein schwarzes Loch. Das ist die ganze Inhaltsangabe und der Rest wird dann sehr wahrscheinlich im Film offenbart. Und nun zurück zum Olli. Okay, also das mit dem schwarzen Loch habe ich jetzt tatsächlich nicht kommen sehen, aber es ist eine Wissenschaftlerin da oben, die mit den Experimente führt, richtig, ne? Ja. Die Frage ist, was für Experimente sind das? Der Film, der macht echt Lust auf mehr, weil ich will wissen, was die da für Experimente macht. Ja. Jeb. Ja, wie gesagt, also die Inhaltsangabe macht noch weniger Sinn dann. Weil irgendwie, wie kommt ein Kerl mit seinen Töchterchen da in eine Raumbasis, wo nur Schwerverbrecher drin sind? Ich meine, so ein Kind kommt ja auch nicht einfach aus der Luft. Von daher muss es ja irgendwie... Wenn er ein Schwerverbrecher ist und das Kind nicht abgeben wollte, nimmt das mit. Ja, versuch das mal. Aber du weißt ja nicht, in welcher Zeit es spielt. Ja, aber trotzdem, also der Film ist... Es kann ja auch ein komplett fiktives Alternativuniversum sein. Es kann auch ein Genprojekt sein, was wieder irgendwie da aus dem Brutkasten gekommen ist. Mag ja alles sein, nur ist er und sie, das kleine Kind, dann allein überleben. Du aber immer diese Déjà-vus oder hast mit der Wissenschaftlerin und den Mitgefangenen bzw. Mitsträflingen. Also das ist ein komplett wirrer Film, der überhaupt keinen Sinn macht und für mich überhaupt nichts ist. Olli. Oder? Nee, ich bin. Ich muss ganz ehrlich sagen, Robert Pattinson hat sich ja größtenteils Ra gemacht. so langsam aber sicher kommt er auch von diesem Twilight-Image weg, was ich auch gut finde, weil es gibt für einen Schauspieler natürlich nichts Schlimmeres, als wenn du ewig eine Rolle angehaftet bist. Ich sag nur Daniel Radcliffe als Harry Potter oder halt wie Robert Pattinson aus Twilight. Dinklage als Tyrion. Zum Beispiel. Oder auch
Sean Connery, Roger Moore als James Bond. Das haben sie auch ewig nachgehangen gehabt. Und ich finde es halt auch gut, wenn die Schauspieler dann mal weg von der Rolle sind und als Schauspieler wahrgenommen werden. Weil ich glaube tatsächlich, dass Robert Pattinson auch schauspielern kann. Ich meine, Water for the Elephant mit Christoph Waltz unter anderem hat er auch sehr gut gespielt. Und wenn wir dann nochmal zurückkommen zum Thema Batman, ich muss sagen, am Ende fand ich Ben Affleck als Batman jetzt auch nicht so mies. Ich könnte mir auch, ganz ehrlich, in irgendeiner komischen Art und Weise könnte mir Robert Pattinson auch vorstellen. Wobei ich ihn vielleicht ein bisschen für zu jung halte, um einen Batman zu spielen. Das ist die Frage, ob er dann viel Batman spielt oder viel Bruce Wayne. Ja, wirklich. Weil das war ja auch bei Ben Affleck das Problem. Ist aber, die eine Teilrolle gut gespielt hat und die andere so, naja. Kommen wir zurück zu High Life, dem Film. Der Trailer ist sehr konfus. Der Trailer lässt einen wirklich, es geht von Hü auf Hot und man weiß gar nicht, wo man ist. Das Verstörendste überhaupt ist halt diese Wissenschaftlerin, die definitiv mit Robert Pattinson vögelt. Weil das habe ich aus dem Trailer geschlussfolgert, dann gleichzeitig ihre komischen Experimente macht. Also die hat definitiv einen Dachschaden. So, aber wofür das Ganze, wo das Ganze hinführt, ist schon interessant. Aber ich glaube, also entweder will der Film ein sehr hohes Niveau erreichen und ich verstehe nicht, wo er hin will. Oder ich interpretiere zu viel rein. Und möchte vielleicht zu viel darin sehen. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, deswegen ist meine Bewertung auch nicht so hoch ausgefallen. Weil ich weiß wirklich nicht, wo will der Film mit mir hin. Das ist so, das ist eigentlich der richtig große Manko. Dem Film fehlt irgendwas, damit er mich wirklich catcht. Aber na gut, wir kommen dann zur... ob ins Kino oder zum Gucken allgemein ist ja irrelevant. Wir bewerten ja nur den Film an sich. Ob er mich allgemein zum Gucken catcht, das ist das Ding halt. Gehen wir zur Bewertung über. Jeb darf zuerst. Noch hat er mich nicht abgeholt, von daher 1,5 von 5. Kann gut sein, dass ich ihn irgendwann mir mal anschaue, aber es ist nicht der höchste auf meiner Liste, den ich mir irgendwann mal anschauen werden oder werden möchte. Wollen werden würde. Ja, tun. tun die Eisenbahn. Ja, Olli. Ja, mich hat der Trailer eigentlich voll abgeholt, weil ich einfach wissen will, warum das Schiff in Richtung Schwarzes Loch gesteuert wird. Ja, und warum sie die Experimente da macht. Ja, also ich habe mir aufgeschrieben 4 von 5. 4 von 5 ist hoch. 4 von 5 ist hoch. Tonno? Ich habe die Hälfte davon, 2 von 5, weil ich einfach nicht weiß, wo der Film mit mir hin will. Oder wo ich mit dem Film hin will. Also es ist... Da ist so ein innerer Kampf in mir drin und der ist irgendwie noch unausgeglichen. Aber der Chat ist da auch größtenteils eher positiverer Meinung. Der Stefan sagt, Weltraum bla bla ist ja mein Genre. Könnte spannend sein. Auch dieser Film heute könnte mich fesseln. 4 von 5 Punkten. Der Jason sagt, könnte man mal sehen, aber natürlich nur auf Netflix. Wir machen auch keine Schleichwerbung. Man kann sich doch auf Prime oder Sky oder andere Formate anschauen. So, 2 von 5 Punkten. Der Snorri, mir war im Trailer zu viel positives Blabla drin. Stattdessen hätte ich mir mehr Inhalt erhofft. Der Film klingt aber sehr interessant, auch wenn Pattinson mitspielt. 4 von 5. Tuk Tuk sagt, sehr geheimnisvoll, sieht mega aus. 5 von 5 Punkten. Und Snorri sagte auch, es klang für mich jetzt eher, als hätten sie da oben das Kind geschaffen. Also ist das Kind aus den Tests entstanden. Das kann natürlich auch sein. Und Snorri meinte auch noch, Pattinson könnte sich eher als Nightwing oder als Robin vorstellen, aber nicht als Batman. Ja, ich ebenso. Dann, der Mattis hat auch noch einen rausgehauen. 2,5 von 5 interessanter Mystery-Sci-Fi-Streifen. Ja, im Großen und Ganzen tatsächlich durchaus positiv. Hätte ich nicht, dass der Trailer da dann doch so diese Stränge schlägt. Stefan bringt auch noch eine Mischung rein, ein bisschen Richtung Expanse oder Extent. Ja, wir werden sehen, wo es hingeht am 30.05. Und ich habe noch einen Film für euch am 30.05. Und wir gehen jetzt in den Horror-Genre-Bereich. Horror, Thriller, Psycho-Thriller, wie auch immer. Regie führt Tate Taylor, auch hier ist es, glaube ich, sein Erstlingswerk. Octavia Spencer spielt mit, war schon, glaube ich, schon Oscar nominiert, hat, glaube ich, sogar Oscar gewonnen gehabt. Luke Evans spielt mit und Juliette Lewis, auch großartige Dame.
Und ich wünsche euch nun viel Spaß beim Trailer zu Ma. Manche Leute gehören einfach dazu. Und das ohne sich anzustrengen. Das muss schön sein. Entschuldigen Sie, würden Sie für mich und meine Freunde Alkohol kaufen? Die geht ab. Das ist nie passiert. Hey! Oh mein Gott! Wollt ihr mal so richtig feiern wie Rockstars? Folgt mir. Cooler Keller. Ihr könnt hier unten machen, was ihr wollt, aber niemand geht nach oben. Das ist so krass. Willkommen bei Ma. Mit wem warst du unterwegs? Mit ein paar Leuten aus der Schule. Du hast eine liebe Mama, ha? Hi, Schatz. Ich möchte jemanden vorstellen. Was? Alles Liebe, Ma? Ihr wisst, wo die Party abgeht. Woher hat sie unsere Nummern? Ich hab's dir gesagt. Alle sind hier. Wir dürfen da nicht raus. Was zum Teufel? Sieh mal. Maggie. Ich spüre, wie mich diese großen Rehaugen beobachten. Wieso verbringt mein Sohn Zeit in deinem Haus? Manche Leute gehören einfach dazu. Ausziehen. Was du mir angetan hast, vergesse ich nie. Wieso tun sie das? Was ist das für ein Gefühl, der Außenseiter zu sein und nie dazu zu gehören? So viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Ja, das war der Trailer zu Ma. Das ist doch bestimmt was für ein Olli, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, warum die ganzen Kinder da im Haus sind, weiß man ja jetzt nicht. Das wurde ja nicht geklärt. Ja, doch, schon. Aber wurden eingeladen, ne? Und sie wurden eingeladen und dürfen dort feiern, Party und so weiter. Party, genau. Aber warum sie dann jetzt da so ausrastet und dann rummordet? Weil sie vielleicht einen Dachschaden hat. Ja, wahrscheinlich. Schauen wir mal. Jeff. Ja, rachesüchtige Psychopathin rächt sich an ihren Peinigern, an den Kindern von diesen. Oh, jetzt hat der Jeff schon wieder alles vergraten. Den Jeff laden wir nicht mal ein. So. Inhaltsangabe. Eine alleinstehende Frau gestattet es einer Gruppe von Teenagern in ihrem Haus eine Party zu feiern. Doch kommen sie die Teenager am Feiern, bereuen sie das Angebot angenommen zu haben. Denn plötzlich geschehen Dinge, die sie an den Absichten der Frau zweifeln lassen. Welche Absichten das sind, wurden schon gespoilert. Hey, brauchte ich den Film gar nicht mehr angucken. Danke, Jeb. Bitteschön. Weitermachen. Gut. 3 von 5. Weiter. Komm. Next Film. So läuft das nicht. Olli. Ja, wie? Hat er jetzt gerade 3 von 5 gesagt? Ignoriere den Mann, der ist gerade gar nicht da. Ach so, okay. Ja, der Trailer, der war ein typischer Horror-Thriller-Trailer halt, ne? Auch standardmäßig. Also der Film, der wird mich auf jeden Fall interessieren. Ich werde mir den auch auf jeden Fall ansehen. Aber der Trailer war auch wieder so typisch irgendwie Teenager-Party, dann passiert irgendwas und ja. Sehen wir mal weiter. Tonno. Ja, Octavia Spencer als Bösewicht quasi in dieser Rolle, vor allem gerade dieser Psychoblick, den sie beim Schnibbeln dieser Bilder hatte, schon ein bisschen angsteinflößend tatsächlich. Ist tatsächlich wieder ein Psychothriller, der halt nicht auf das Offensichtliche hinausgeht. Meiner Meinung nach. Dann nebenbei tatsächlich großartig besetzt, wie ich finde. Luke Evans ist mit dabei, Juliette Lewis ist mit dabei. Damals schon in einem meiner Top 5 Filme From Dusk Till Dawn war sie auch schon großartig. Ist auf jeden Fall ein interessanter Streifen, der für mich aber tatsächlich mehr in die Psychothriller-Ecke geht. Und macht mich schon neugierig. Ich glaube, das ist so ein Film, den kann ich mir angucken und werde dann meinen linken Arm wieder an Frauchen opfern. Und aber ich werde meinen Spaß haben. Ja, dann Benotung bei Jeff war 3,5? Ne, 3 von 5. 3 von 5. Olli? Ja, ich werde mich Jeff anschließen, auch 3 von 5 von 5. Ja, ich gehe ein bisschen höher. Ich bin bei 3,5 von 5. Dann schauen wir mal in den Chat. Der Chat sagt, Tuk Tuk, finde ich gut, aber habe schon bessere Trailer gesehen. 2 von 5.
Der Stefan. Also im Grunde sind die Horrorfilme ja immer gleich. Aber der scheint mir tatsächlich mal wieder ein bisschen Neues zu bringen. Also hier denkt man nicht, dass man ihn schon mal gesehen hat. 3,5 Punkte gibt der Stefan. Snorri sagt, ich fürchte, dass der Trailer schon recht viel verrät, was meistens bei Horror- und Psychothrillern meistens ist. Leider fehlt mir da noch das gewisse Etwas. 2,5 von 5, die goldene Mitte hat er getroffen. Der Jason sagt, Horrorfilme, nein danke, wieder zurück. 1 von 5. Der Jason ist kein Horrorfan. Und Snorri sagt noch dazu, es ist ein Biopic von seiner Ex. Ja, war sie schwarz? Nein. Und der Mattes gibt auch die goldene Mitte 2,5 von 5. Das war dann der Horrorstreifen. Und jetzt kommen wir wieder zu einem kleinen, ganz kleinen Film, der wahrscheinlich nicht so viel Erfolg an den Kinokassen haben wird, weil die Besucherzahlen nicht so groß sein werden. Aber ich habe ihn reingepackt, denn auch diese Filme haben einen Platz hier verdient. Regie führt Simon Kinberg, ein oder anderem Fantastic Four oder auch X-Men Apocalypse gedreht. Mitspielen tun Sophie Turner, Michael Fassbender, James McAvoy und nicht lang schnacken, komm in den Nacken. Hier ist X-Men Dark Phoenix. Warum hast du mich gezwungen, das zu tun? Sieh mich an. Konzentrier dich auf meine Stimme. Ich gebe dich nicht auf, Jean. Sie war meine Freundin. Du bist meine Familie, Jean. Oh. Komme, was wolle. Hör auf, hör auf! Siehst du? Du bist besonders, Jean. Und wenn du aufhörst, gegen deine Kraft anzukämpfen, sondern sie annimmst, wirst du genauso mächtig sein wie ein Gott. Sie wird uns alle töten. Sag mir, wie wir das hinkriegen. Sag mir, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Was sie nicht verstehen, fürchten sie. Und was sie fürchten, das wollen sie vernichten. Das ist deine Schuld, Charles. Ich habe versucht, sie zu beschützen. Ich habe Angst. Wenn ich die Kontrolle verliere, geschehen den Menschen, die ich liebe, schreckliche Dinge. Sie muss sterben. Sie ist immer noch Jean. Wir können ihr noch helfen. Manchmal möchte man glauben, dass Menschen nicht so sind, wie sie erscheinen. Und wenn man die Wahrheit erkennt, Jean! Ist es zu spät. X-Men Dark Phoenix. Sie kommt. Sommer 2019, nur im Kino. Ja, Phoenix. Ne? Steht der Olli auf Phoenix? Auf jeden Fall ist sie eine gute Schauspielerin, ne? Kennen wir ja, Sansa Stark. Oh Gott, wie hieß jetzt die Schauspielerin nochmal? Sophie Turner. Sophie Turner. Aber sehr super. Oh mein Gott, die Turner spielt sie einfach auch bei Fluch der Karibik mit. Oh Gott. Nur alle 10 Jahre. Nee, es ist X-Men, es ist Sophie Turner dabei. Wobei man mal sagen muss, Sophie Turner war aber davor in den Teil auch schon dabei. Als Jean. Stimmt, ja. Welche Schauspieler mir nach wie vor nicht zusagen, muss ich leider zugeben. Das ist der Charles Xavier. James McAvoy sagt dir nicht zu? Der sagt mir echt nicht zu. Der sagt mir echt nicht zu. Wenn du die damaligen ich kenne die damaligen X-Men-Filme, du natürlich auch. Also mir fiel der... Ja, sicher, Patrick Stewart ist natürlich eine ganz andere Klasse. Viel besser, ja. Aber James McAvoy ist großartig. Aber wird auf jeden Fall ein atemberaubender Film, ohne jeden Zweifel. Jeb.
Naja, der Reboot bzw. halt die Eingliederung in das Marvel-Universum hat X-Men gut getan und ich freue mich auf den Film. Ja, wobei sie ja nicht ins offizielle Marvel-Universe reinkommen, ne? Ja, aber sie gehören, sind jetzt in der gleichen Produktion, also sie dürfen verwendet werden bei Marvel und das hat sehr gut getan. Also was jetzt noch fehlt, sind Fantastic Four ist, die nochmal reinkommen wieder, dann haben sie alle wieder beisammen und dann hast du viel mehr Möglichkeiten, die Filme zu produzieren. Wobei ich noch nicht weiß, ob die Hulk-Rechte auch schon bei Marvel jetzt wieder zurück sind. Die waren nämlich auch noch weg, soweit ich weiß. Deswegen durfte zum Beispiel Hulk bisher nur als Sidekick bei den Avengers und bei Thor mit rein und hat noch keinen eigenen Film bekommen. Das war ja noch in Planung, unter anderem der Hulk-Planet und solche Sachen waren in Gedankengängen dabei. Ja, Superhelden-Gedöns sehe ich im Chat schon stehen. Ich stehe drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen, für mich damals als Kind liefen allein schon die Zeichentricks Spider-Man, X-Men, Fantastic Four. Das war so mein RTL-Programm. Das lief rauf und runter, neben den Hero Turtles natürlich. Und ich stehe heute immer noch drauf. Und Marvel, muss ich sagen, macht einfach geiles Action-Kino. Und da die Formel ist zwar immer dieselbe, aber die Formel funktioniert für mich halt jedes Mal neu. Zum einen natürlich, weil ich die Charaktere aus meiner Kindheit kenne und lieben gelernt habe schon damals und es halt immer noch großartig anzuschauen ist. Und es ist halt einfach pures Popcorn-Kino. Wie gesagt, Sophie Turner, ich weiß nicht, war Sophie Turner schon im ersten Reboot bei den jungen Leuten als Jean dabei oder kam sie erst im zweiten dabei? Der erste war ja Past and Future, wo die beiden aufeinandertreffen, die Vergangenheit und die Zukunft. Dann kam, glaube ich, Apocalypse und dann kam ja jetzt der hier. Und ja, wie gesagt, also ich finde, ganz ehrlich, da muss ich auch widersprechen, James McAvoy ist ein großartiger Schauspieler. Der ist genauso großartig wie Patrick Stewart. Zwar noch nicht an das erlangt, was Patrick Stewart geleistet hat, aber James McAvoy ist ein großartiger Schauspieler. Ich liebe auch Michael Fassbender als Magneto, der Mann, der mit deutschen Wurzeln ja in Hollywood unterwegs ist. Ja, ich bin gehypt und ich freue mich sehr auf diesen neuen X-Men-Film. Wobei ich natürlich dazu gleichzeitig sagen muss, ich kenne die Dark Phoenix-Geschichte an sich kenne ich nicht. Deswegen bin ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gehypt auf den Film. Und dann gebe ich jetzt zurück zum Jeb mit der Bewertung. Ja, erstmal freue ich mich auch noch auf den Film, aber Bewertung kann ich auch machen, 4 von 5. Es wird sicherlich nettes Popcorn-Kino, wie du gesagt hast. Und das ist bis jetzt heute der beste Film für mich, den wir gesehen haben. Olli. Also für mich ist das auch der beste Film, den wir gesehen haben. Avengers gehört ja, glaube ich, auch zu Marvel, ne? Oder? Ja. Ja. Den Unterschied, den sieht man halt immer. Den sieht man immer, wenn man X-Men-Filme und die Avengers-Filme miteinander vergleicht. Die Avengers-Filme sind immer die Filme, wo es große Schlachten gibt und so weiter, während die X-Men-Filme auch so ein bisschen in das in die Tiefe der Charaktere, würde ich sagen, ein bisschen mehr reingehen. Wobei, wenn ich es richtig überlege, dass die auch eigentlich in verschiedenen Universen spielen, oder? Also X-Men und Fantastic Four hängen ja zusammen in einem Universum und die Avengers haben ja auch ihr eigenes Universum, oder nicht? Gut, Spider-Man ist dabei, Deadpool ist dabei, also theoretisch ist es ein Universum. Ja, also die gehören eigentlich alle... Aber sie hatten nie ein Crossover, wirklich. Nee, Crossover hatten sie nie. Deswegen, ich wundere mich, da die alle da eigentlich zum selben Universum gehört, warum fragen die Avengers nicht mal einfach mal bei Charles Xavier an, ne, beispielsweise. Ja, aber so ist das halt. Gut, dann gebe ich weiter an, achso, meine Bewertung. Genau, die haben wir ja jetzt auch, die machen wir jetzt auch gleich hinterher. Habe ich 5 von 5 stehen. Ja, ich muss natürlich sagen, ich bin zwar gehypt, aber die höchste Bewertung habe ich schon einem Film gegeben und deswegen geht er nicht an die höchste Bewertung ran. 4,5 ist trotzdem ganz weit oben. Und dann würde ich mal sagen, schauen wir mal in den Chat rein. Der Stefan bedankt sich erstmal. Danke, dass heute auch mal ein Kruscht kommt. Ich habe das Meckern bei mir schon vermisst. So Superheldenfilme oder wie man das nennen möchte, kann ich ja gar nicht ab. 1 von 5. Jason zieht damit Superheldengedöns 1 von 5. Tuk-Tuk ist auch überhaupt nicht mit dem Genre zufrieden. Action und Superkräfte sind einfach nicht ihrs. Auch nur 1 von 5. Ja. Sockt auch wieder mit einem Karachowitz.
Der Snorri, leider kein großes Interesse an dem Film. Kann aber auch sein, weil ich mit dem typischen Marvel-Skript nichts anfangen kann. 2 von 5. Ja, und Stefan meint natürlich, Original-Klassik-Comics sind was ganz anderes als die Filme, die heute rauskommen. Ja, das ist eine Sache. Für mich ist das 2,5 von 5 ist auf Sognaf. 2,5 von 5 vom Sognaf. Ja, das war X-Men Dark Phoenix, der übrigens am 6.6. rauskommt. Und ebenfalls am 6.6. kommt dieser Film raus. Ich schwenke wieder meine imaginäre deutsche Flagge. Die meisten fangen jetzt schon wieder an abzuschalten. Oh, deutscher Film. Aber, ne, wir haben ja mittlerweile gelernt, dass... Oh, Olli ist raus. Olli ist raus. Ich hoffe, er kommt wieder. Aber wir haben ja mittlerweile gelernt, es gibt auch mittlerweile wieder ein paar gute... So, sorry, ich war gerade... Ja. Es gibt mittlerweile auch ein paar gute deutsche Filme. Zum Beispiel letztens, der Falcolini hat bei vielen auch für Interesse gesorgt gehabt mit Elias Mbarek. Trotz Elias Mbarek, möchte ich dazu sagen. Und hier haben wir Regie Steffen Weinert, das ist sein erster Film. Christoph Bach spielt mit Maggie Valentina Salomon und Alvara Höfels. Also alles keine so großen bekannten Schauspieler, eher neue Gesichter. Und ich wünsche euch nun viel Spaß beim Trailer zu Das Leben meiner Tochter. Habt ihr euch eigentlich auch im Internet kennengelernt? Nee. Mein Vater hat mich in der Mensa angesprochen. Für mal was trinken gehen wollen. Ich hab Nein gesagt. Warum? Weil er gar nichts trinken wollte. Sondern nur bumsen. Bumsen sagt man aber nicht mehr. Was sagt man jetzt? Einparken. Ich hab keine Luft mehr. Ja, Jana! Hey, Jana! Keine Atmung, kein Puls, Reanimation. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, geladen, alle weg. Und Schock. Ein Spenderherz. Das heißt? Dass ihre Tochter eine Herztransplantation braucht. Falls ich vor dir sterbe, kriegst du mein Herz. Dann könntest du in mir weiterleben. Wir wären für immer zusammen. Sie hat mich von 8 Monaten gesprochen und jetzt ist es ein ganzes Jahr rum. Sie ist hochdringlich gemeldet. Sie steht doch schon ganz oben auf der Liste. Faber? Ich würde Ihnen gerne helfen, Herr Faber. Was ist besser? Jana legal sterben sehen oder ihr illegal helfen? Ich würde alles für mein Kind machen, wenn ich eins hätte. Ja, du hast aber keinen Caesar. Es geht einfach um Zeit jetzt. Ich brauche jetzt eine Antwort. Wir machen es nicht. Es ist zu riskant. Ausflug. Von wem kommt das Herz? Von einem Jungen. Sieht gar nicht aus wie ein Krankenhaus, eher wie ein Gefängnis. Wo bist du? Ich habe ein Herz gefunden für Jana. Ja, das Leben meiner Tochter. Wie weit würde man gehen? Olli, wie weit würdest du gehen? Ja, also wenn ich eine Tochter hätte oder einen Sohn, dann würde ich wahrscheinlich auch sehr weit gehen. Aber so weit, dass ich in die Illegalität abdriften würde, wie das hier der Fall ist. Weil da geht es offenbar auch um, ich schätze mal, um Organhandel und so weiter in dem Film. Also ich muss sagen, der Film, der hat mich echt, Moment, der Trailer, der hat mich echt mitgenommen. Ich fand, obwohl wir sind ja gerade erstmal beim ersten Teil, ich gebe erstmal an Jeff weiter, gleich kommt das Größere. Fass dich nochmal zusammen. Ja, zum Zusammenfassen ist wirklich die Frage, wie weit gehen Eltern für das Leben ihres Kindes? Als kurze Zusammenfassung. Ja, dann lese ich jetzt die Inhaltsangabe vor. Habe ich vorhin bei X-Men vergessen, aber ist auch nicht so wichtig, weil Superhelden-Gedöns. Jana ist ein lebensfrohes und aufgewecktes 8-jähriges Mädchen, als im Familienurlaub plötzlich ihr Herz stehen bleibt. Sie überlebt, doch braucht dringend ein Spenderherz. Als nach einem Jahr und viel Hoffen und Bangen auf offiziellen Wege noch immer kein passendes Organ gefunden ist, schwinden bei Vater Micha Geduld und Vertrauen. Schon bald werden die Werte des voll im Leben stehenden Familienvaters auf eine sehr harte Probe gestellt. Als sich Micha auf eigene Initiative und gegen jegliche Warnungen der Ärzte und dem Willen seiner Frau Nathalie an einem illegalen Organhändler wendet, setzt er alles aufs Spiel. Wie weit wird der liebevolle Vater letzten Endes gehen, um das Leben seiner Tochter zu retten? Eine gefährliche Achterbahnfahrt der Emotionen beginnt.
Und jetzt darf der Olli alles raushauen. Ja, also erst beginnt der Trailer ganz witzig. Ich dachte erst, okay, es könnte eine Komödie sogar sein. Habe ich zuerst gedacht. Beim ersten Satz mit Bumsen, ne? Das war deins. Und dann plötzlich das mit dem Krankenwagen und so, boah, ich hab jetzt noch Tränen in den Augen. Ganz schlimm. Also wird auf jeden Fall verdammt emotional und es könnte wirklich der erste deutsche Film sein, den ich gut bewerte. nach langer Zeit. Ja, ich gebe jetzt erstmal weiter an Jeb und dann gucken wir mal. Gut, der Inhalt mit dem illegalen Handel, also für mich läuft es darauf hinaus, er fliegt irgendwo in den Ostblock und da wird dann im Prinzip ein anderes Kind für seine Tochter soll getötet werden, wo das Herz herkommt. Also ich glaube, das ist eher so ein Lebensspender und es wird dann am Ende wirklich die Moralfrage sein, welches Kind soll sterben. Ist mal für einen deutschen Film ein bisschen was anderes, aber es gab es in der Art und Weise, beziehungsweise von der Storyline auch schon, nichts sonderlich Neues und das ist auch nichts, was mich ins Kino ziehen wird. Was mit dir, Tom? Ja, wieder Kino lasse ich außen vor. Da möchte ich lieber nicht drauf antworten, weil es stellenweise auch mal abwertend für den Film klingt, was meistens vielleicht gar nicht so gewollt ist. Die Story an sich ist schon eine Story, die halt auch wirklich aus dem Leben gegriffen sein kann. Weil auf der einen Seite, gut, ich bin jetzt kein Vater, ich bin im Grunde da nur Ziehväterchen. Wie weit würde man gehen, um sein Kind zu retten? Ich glaube, das eigene Kind zu retten, man würde, glaube ich, eigentlich alles tun. Das ist halt echt eine harte Entscheidung. Ich glaube, das ist eine Entscheidung, von der man, glaube ich, nie gestellt werden möchte. Und deswegen macht es, glaube ich, diesen Film auch wahrscheinlich um einiges realer und lässt einen wirklich näher an sich ran, weil es halt wirklich tatsächlich auf der Welt passieren kann, so wie es eventuell dort abgespielt wird. Und ja, es ist ein schwieriges Thema. Ich finde es gut, dass sie keine alten Gesichter genommen haben, die nach dem Motto mit dem Namen nochmal den Film tragen, sondern dass sie eher im Großen und Ganzen unverbrauchte Gesichter fürs Kino genommen haben, wo der Film dann mehr für sich spricht als mit dem Schauspielercast, was dem Film für mich definitiv auch einen Pluspunkt gibt. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Bewertung. Jeff darf anfangen. Ich nehme die goldene Mitte mit 2,5 von 5. Wie gesagt, Story war schon da, aber von der Prämisse, wie du schon sagtest, es kann so eine Situation kommen und ich wünsche niemand in so eine Situation zu kommen. Aber es ist kein Film, den ich mir zwingend anschauen möchte. Olli. Ja, als ich den Trailer da auch gesehen habe und dann kam diese Sache mit auch wenn wir illegale Grenzen überschreiten müssen, da habe ich jetzt erst gedacht, es geht um Sterbehilfe. Habe ich erst gedacht, bevor das dann mit dem Flug dann kam. Ja, also meine Bewertung 4 von 5 habe ich dem Film gegeben. Da bist du sogar höher als ich. Also ich habe eine 3 von 5 gegeben, wobei ich ihn tatsächlich sehr gut einschätze, tatsächlich von dem, was ich bisher von der Story kenne, aus der Inhaltsangabe und von dem, was ich gesehen habe im Trailer. Und bin tatsächlich gespannt drauf. Jetzt sind wir mal gespannt, was denn der Chat dazu sagt. Ja, der Stefan. Oh, armes Tuk-Tuk. Wie war das vorhin? Dann ist das der klassische Frauenfilm. Ein Punkt von Stefan. Klopapier ganz knallhart, lass das Vieh doch einfach sterben. Naja, das sehe ich dann nicht so. Jason, na klasse, den ganzen Film rätseln, ob Leben und Sterben ist nichts für ihn. 1 von 5 ist halt absolut nicht Jasons Ding. Tuk-Tuk sagt, Frauenfilm, richtiger Frauenfilm. Gern geschehen, Tuk-Tuk. Ja, der Trailer ist sehr emotional, musste auch eine Träne verdrücken. Ich bin aber bei sowas auch nah am Wasser gebaut. 4 von 5 Punkten. Der Story hat ein bisschen länger ausgeholt. Klingt tatsächlich sehr interessant, auch wenn deutscher Film immer sehr abschreckt, was ich auch schade finde, denn es gibt tatsächlich viele gute deutsche Filme. Und ich nehme immer wieder liebend gerne einen deutschen Film hier mit rein.
Weil da sehr viel Azifazi mit reingepackt wird, der meist gar nicht nötig ist und dem Film oftmals nicht gut tut. Hier geht es aber tatsächlich mal um ein nicht so häufig behandeltes Thema und es scheint professionell behandelt zu werden. Vielleicht der erste deutsche Film seit langer Zeit, den ich mir anschauen werde, spätestens wenn er auf einem Streaming-Dienst erhältlich ist. 4,5 von 5 Punkten vom Snorri. Der Socknaff sagt an sich mal richtig deutscher Film, aber es ist nichts für mich. Aber trotz allem gibt er eine 4 von 5. Das ist allgemein eine sehr hohe Bewertung. Da bin ich tatsächlich vom Chat positiv überrascht. Aber ich glaube auch, dass diese Art von Film, also ich werde auch nicht, sagen wir mal, ins Kino gehen. Das ist ja irrelevant. Diese Art von Film ist, glaube ich, jetzt nicht so unbedingt fürs Kino geeignet. Es gibt nur sehr wenig deutsche Filme, die im Kino auch boomen. Es sei denn, das sind Komödien von Bully Herbig. Oder Herrn Barek. Gut, damit haben wir aber tatsächlich schon alle neuen Filme abgegrast. Das heißt, der Chat ist jetzt herzlich eingeladen, sich zu sammeln und seine persönliche Top-3-Liste der heutigen neuen Filme zusammenzulegen. Ich lese nochmal kurz vor. Wir hatten heute Disneys Aladdin, wir hatten John Wick Kapitel 3, wir hatten Jonathan Rocketman, Godzilla 2, King of the Monsters, wir hatten High Life, wir hatten Ma, wir hatten X-Men, Dark Phoenix und wir hatten Das Leben meiner Tochter. Ihr könnt jetzt eure Top 3 nochmal durchgehen. Schreibt sie in den Chat, eure Top 3. Wir haben uns wahrscheinlich schon schlau gemacht, weil auf meinem Zettel stehen meine 3 Plätze schon. Und der Jeb darf anfangen mit seinen 3 Plätzen. Gut, bei mir Platz 1 Dark Phoenix, das ist relativ klar. Dann 2 Aladdin und beim dritten sind 3 bis 4 Filme, die relativ gleich auf sind. Kann ich würfeln, nehmen wir Godzilla 2. Olli. Ja, also ich mache das nicht, dass ich auf einem Teil gleich mehrere setzen werde. Ich habe das jetzt so meiner vom Persönlichen, wo ich auf jeden Fall reingehen würde oder mir es auf jeden Fall holen würde. Also auf Platz 1 auf jeden Fall, wie bei Jab, Dark Phoenix. Auf Platz 2 habe ich dann da tatsächlich den deutschen Film Das Leben meiner Tochter. Und auf Platz 3, da war ich jetzt erst wirklich am Überlegen, weil ich habe dem Film tatsächlich weniger gegeben als anderen Filmen. Da interessiere ich mich allerdings tatsächlich für Aladdin mehr als Godzilla oder so. Gut, bei mir auf Platz 1 ganz klar John Wick Kapitel 3, freue ich mich riesig, ob es da jetzt einen Abschluss gibt oder ob sie es noch weiter ausbeuten, ist mir vollkommen egal, können sie ruhig machen. Auf Platz 2 kommt bei mir dann Dark Phoenix und auf Platz 3 kommt dann Godzilla King of the Monsters und der hat sich, glaube ich, gestritten von der Punktezahl mit Ma, aber da ist dann Godzilla dann doch weiter vorne als die Mama. Gut, dann schaue ich mal in the Chat. So, the Chat. Tuk-Tuk schreibt, Platz 1 High Life, Robert Pattinson. Platz 2 Das Leben meiner Tochter. Und Platz 3 Godzilla 2 King of the Monsters. Dann, der Snorri sagt, auf Platz 1 ist für ihn John Wick 3. Danach kommt Rocketman mit Elton John. Danach Das Leben meiner Tochter. Das Leben meiner Tochter ist heute stark vertreten. Assassin, Platz 1 John Wick, Platz 2 Godzilla 2 und Platz 3 Dark Phoenix. Beim Mattes ist Godzilla auf Platz 1, John Wick landet auf Platz 2 und Platz 3 ist beim Mattes nicht vorhanden, da konnte er sich nicht entscheiden. Alles Kacke. Und für den Jason gab es in der heutigen Cinetalk-Ausgabe absolut nichts, das ist schade. Der Stefan, heute waren gesammelt so viele 4-Plus-Punkte-Filme dabei, wie in den letzten Monaten nicht zusammen. Sehr schwer. Ja, dieser Monat, muss ich sagen, hat sehr viele dicke Filme mit dabei gehabt. Ich weiß schon nicht mal die Namen mehr, wie immer. Aber Weltraum, das wäre High Life, Horror-Monster-Film Godzilla 2 und Elton John wäre Rocketman. Also sind viele Leute dabei, die ich sehen würde. Das heißt, der Stefan hat viele Filme auf seiner Liste, die er sich dann irgendwann noch reinziehen wird. Der Socknaff, für mich nur Aladdin und Godzilla, beide auf dem gleichen Platz, aber nur wegen der Kindheit. Ja, dann sind wir dann tatsächlich auch mit dem Cinetalk heute erstmal durch. Wir hoffen, dass wir euch einige Filme näher gebracht haben, auch vielleicht Filme, die ihr gar nicht auf der Liste hattet. Dann freut es uns dann natürlich umso mehr. Ich blicke mal in mein schlaues Kalenderchen, wann denn der nächste Cinetalk ist. Das müsste normalerweise in 3 Wochen sein. Da ist unter anderem auch der Jeb. Nicht der Chef, sag ich, der Drohne ist wieder da, der hat schon zugesagt für den 9. Juni, am 9. Juni, das ist der Pfingstsonntag,
Am Pfingstsonntag gibt es dann den nächsten Cine-Talk, unter anderem mit Adonis. Mal gucken, wen wir dann noch als vierten Kameraden dazu holen. Vielleicht kommt ein neues Gesicht oder ein altes Gesicht, das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall geplant ist, dass es heute Habt ihr Töne gibt. Das heißt, bleibt am besten hier. Spätestens 20 Uhr ist der Stream, sofern dann die Kandidaten da sind, wieder live. Ansonsten werde ich im Chat noch reinschreiben, falls Habt ihr Töne, das Musikquiz heute ausfallen sollte, damit ihr da informiert seid. Und ansonsten, falls ihr jetzt keine Lust mehr auf das Musikquiz habt, wünsche ich euch allen noch einen schönen Sonntag. Und ja, nicht vergessen, auf YouTube sind wir natürlich auch anwesend, genauso wie auch auf der Internetseite gamesonair-live.de. Schaut da mal rein. Momentan sind wir auch auf der Suche nach neuen Redakteurenkräften für unsere Seite. Ansonsten, das war es jetzt von uns. Ich bedanke mich auch recht herzlich bei Olli und bei Jeb fürs Teilnehmen. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich gleich wieder. Ansonsten bis dahin. Ciao, ciao.